Stell dir vor, einer von den großen, liebevollen Königen, angesehenen Personen in diesem Diesseits, er ruft dich in sein Palast. Und er sagt zu dir, ich möchte mit dir sprechen, komm. Und der Angestellte von dem König kommt zu dir und sagt zu dir, Bruder, der König möchte mit dir reden. Automatisch fängt dein Kopf, was will der König von mir? Der König will mit mir reden, wer bin ich? Der König. Und du fängst an, Gedanken nach Gedanken. Und du gehst auf diesen Weg und du gehst in dieses Palast hinein und ganz viele Anwärter und ganz viele Menschen sind dort und der König sitzt und er wartet auf dich. Und du kommst zu diesem König und er redet mit dir. Und in dem Moment, wenn er mit dir redet, drehst du dein Gesicht nach rechts, er ist dort. Du ignorierst ihn. Oder nach links, du ignorierst ihn. Du denkst an ganz andere Sachen. Was glaubst du, wird dieser König von dir halten? Dieser König wird sagen, was ist das für jemand, der mir nicht den Respekt erweist? Er kommt zu mir in mein Haus, ich rufe ihn in mein Haus und er steht vor mir, aber er wendet sich von mir ab. Dieser König, wenn du dir vorstellst, dass du vor dem König der Könige stehst, im Qiyamul Layl, in Salat al-Isha, wenn du dir vorstellst, dass du vor Allah, dem König der Könige, stehst und während du in deinem Gebet bist, denkst du an deine Dunya und denkst an deine Geschäfte und denkst an deine Kinder und deine Probleme und du vergisst, dass du vor dem König der Könige stehst, was glaubst du, wird dieser König von deinem Gebet halten?